Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Allegro Level 5 gegen Chess Genius auf einer Pfandstufe. 100 Positionen berechnet er, also nicht pro Sekunde oder so, sondern insgesamt 100 Positionen. Ohne Permanent Brain. Ein bisschen merkwürdig das Gerät hier. Obwohl ich glaube, da stand ja auch drauf, irgendwie Megahertz-mäßig soll er noch ein bisschen aufgestockt haben hier, deswegen vielleicht so schnell gezogen. Ich habe gerade eine spielen lassen, aber ich nur mal kurz nachprüfen, ob das jetzt wirklich der Level 4 gewesen ist. Dann stand da Level 4, ich kam nicht wieder, ich hatte ja kein Clear oder irgendwas, ich kam gar nicht wieder zurück in die Partie. Deswegen mache ich jetzt Level A5. Ich möchte aber nicht nachgucken, bis es wirklich Level A5 ist. Es ist Level A5. Und ich glaube, der Vorteil des Tunings ist einfach hier. Allegro. Ich mache mal erstmal hier nachgucken. New with Inter bla bla bla. Speed of 15 MHz. Also da ist wohl beschleunigt worden nochmal. Der Allegro. Also hier. Ich glaube, der Vorteil könnte davon einfach sein, dass er jetzt hier. Ich glaube, das ist irgendwie nicht angepasst, ist aber auch egal. Er hat ja eh keine Uhr. Das wäre nur bei einer Schachuhr wichtig. Dann würde man sehen, dass die Zeit schneller abläuft. Also er macht auf die Züge schneller. Das heißt, du kannst ja eher Level 5 nehmen, weil da macht er die Züge auch recht flott. Was wurde dann? B5. Springer C6. Das könnte der Vorteil sein, dass sie das deswegen gemacht haben, damit er dann durch dieses Tuning, ich weiß jetzt aber momentan jetzt nicht so aus dem Kopf, von was die den auf was getuned haben. Wie viel Megahertz der vorher hatte, vor dem Tuning. Er macht auch hier seine Züge relativ flott. So, mein Kakao. Deswegen hatte ich gerade schon das Gefühl, das wäre irgendwie. Ich brauche den Turm so gar nicht ausführen. Stimmt ja, manche machen das ja. Manche Computer, da muss man den Königszug nur bestätigen und den Turmzug nicht. Das irritiert ein bisschen, weil die meisten. Da muss man das machen. Beim Mirage glaube ich auch nicht, aber jetzt bei mir das eh erledigt. Weil im Mirage ist jetzt immobil drin. Ich weiß jetzt nicht, von wie viel Megahertz der normalerweise weiß. Es sind auch keine technischen. Also zumindest sehe ich es momentan noch nicht. Technische Spezifikationen. So sehe ich nicht. Ihr Novak Schachcomputer ist, falls Sie Anfänger sind, Ihr Lehrmeister. Ja, sicher doch. Ihr Lehrmeister. So. Falls Sie Profispieler sind, Ihr Armageddon. Dame D2, auch spannend hier. Dame D2. Man blockiert erstmal geschmeidig den Läufer. Ich erwarte nicht viel von der Partie. Aber vielleicht muss man einfach so einen hohen Level nehmen. Man merkt ja, so lange überlegt er auch nicht hier. Also nicht, was in der Anleitung steht bei Level 5. Da steht 1 bis 2,5 Minuten. Dann kommt 2 bis 3 Minuten auf Level 6. Level 7, 1 bis 15. Level 8, 5 bis 20. Und für solche schwachen Geräte habe ich dann heute noch den Novak Solo bestellt. Der ist auch so ein Tastengerät, da fehlen aber drei Figuren bei. Das hat er aber geschrieben in der Beschreibung. Da nehme ich wohl, ich meine, im Notfall kann ich dann auch die Figuren vom Mobil nehmen, diese Plättchen. Weil die Mobil habe ich eh zusammengeklappt.
Da habe ich also kleine Figürchen bei, die waren mal bei so einem günstigen Millennium-Gerät dabei. Die kann ich dann dafür nehmen. Ich tippe mal, das wird auch nicht so dramatisch sein. Ich werde sowieso, meistens werde ich dieses Brett da dran sowieso nicht nehmen, sondern rein über Tastatur das Ganze machen, über Tasteneingabe. Mal gucken, mit dem Novak Solo, das spannende Duelle mit meinen schwachen Geräten gibt hier. Für 25 Euro. Da war zwar einer für 12 Euro, da war aber auch defekt. Dame A7. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt, ich habe auch das Smartphone hier nicht liegen. Also aus dem Kopf weiß ich nicht, wie viel Megahertz der normalerweise hatte. 9 oder so? Ich weiß es nicht. Oder 8? Wir haben noch Beine. Vielleicht steht es auch einfach auf der Packung drauf. Das soll auch so ein bisschen zeigen, wie schwach er spielen kann, der Genius. Das hat natürlich nichts mit der Spielstärke jetzt zu tun, also es wird hier auch schwach getrimmt hier. Der spielt absichtlich so. Hinten steht es nicht drauf, wie viel Megahertz da das Standardgerät hat. Dum dim dam, dum dim dam. Okay, aber man merkt schon, da braucht schon einige Zeit, um überhaupt die Qualität zu nehmen. Springer schlägt C4, Gardeuse. Hier wird wieder alles gegeben, das Smartphone hat wieder eine wichtige News für mich am Start. Lipo, du Arsch, guck jetzt nach. That's very important. So, Novak. Allegro. So, 2 Kilobyte Programm. Das ist natürlich nicht sehr viel. 6 Megahertz. Später 15. Das heißt, fast 6, 12, 18. Intern 7,5. Ja, was interessiert mich denn intern? Also, Pi mal Daumen der Verdreifachung der Geschwindigkeit. So, die Dame muss ziehen, die zieht nach D4. Greift den Springer an. Dame schlägt D4. Meine Güte. Ich bin erleichtert, dass ich diese Quietschkommode damals behalten habe, statt den aus dem Keller raufzuholen. Ich glaube, da werde ich mir nächstes Jahr sowieso einen anderen holen. Da kommt der weg hier. Dann hole ich mir einen anderen Stuhl. Springer E4 schlägt. Ich kann ja versuchen, nicht hier so rumzutorkeln auf dem Stuhl. Ich bin gespannt, wann die anderen Klinkenputze alle kommen. Es ist so bald Weihnachten. Ich kann auch nicht für alles spenden, ich bin auch nicht Millionär. So, D6, D5. Warum kann er nicht F3 ziehen? F2, F3. Ist das nicht eine Fork zwischen Läufer und Springer? Aber 2 Kilowatt Programm, das will ich. Allmählich wird es ein bisschen absurd. Mit der Programmgröße. What? Das hat er nicht gesehen? What's going on? Also F3 war jetzt nicht so wahnsinnig. Das ist 1,5 Zug Rechentiefe. F3? Oh, ich sehe die Springer und Läufer. Ich sehe, Springer und Läufer ist angegriffen. Dann mache ich den nochmal. Was will Schwarz in der Große? Warum F4? Wegen E5? What the heck?
Ja, aber was anderes außer absurdem Schach kann man den nicht erwarten. Der nächste Herausforderer wartet dann bald hier. Gar nicht so oft hier die Fehler monieren, wie die Fehler passieren. Hilfe. Ist es denn nicht erstmal einen Schluck Kakao zur Beruhigung neben mir? Der Marco Polo ist ja immer so eine Herzenssache, weil ich die mal als Originalgerät hatte. Der Solo, ja, ich möchte mal für den Allegro einen Gegner haben, der genauso Grütze spielt wie der Allegro auch. Meine Güte. Ich finde, unter 4 Kilobyte ist eigentlich schon absurd. 16 Kilobyte, da geht's erstmal los, aber was willst du denn da reinpacken? Das ist ein Rechenalgorithmus und das alles? Quasi die Berechnung von Zügen? Viel mehr kannst, also Schachwissen kann da nicht drin sein. Selbst der Super Chess System 3 hat ja mehr Programmgröße. Was stand denn dazu hier? Dum, 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 dum. Springer goes to C7. Nein, wohin denn jetzt? Was? Ach, das was? Was will der von mir? C7? Ich habe wahrscheinlich wieder zweimal drauf gedrückt. Der Lippo hat das leichte Zittern hier am Start. Meine Güte. So, 15 MHz. Geht da etwas für geschrieben? Der Allegro wurde später 1988 zu einer schnelleren Version 15 MHz Xeon-Chip Prozessor vermarktet. Bevor der Nachfolger Allegro 4 erschien, vermutlich hieß die 4 ein Hinweis auf den erweiterten Programmspeicher gegenüber dem Allegro zu sehen, der über 2 Kilobyte Programm verfügte. Der Hinweis auf ein stärkeres Programm beim Allegro 4 deutet ebenfalls darauf hin. Hm. 86, 87. Julio Kaplan. 128 Byte RAM. 2 Kilobyte Programm. Hm. Ja, es kann er aber auch den Springer auf C4 nehmen. Ich gucke gerade, ob hier irgendwie 100 Halbzüge Theorie. Was macht der für einen Scheiß? Hä? Ich sehe jetzt keine Bewandtnis, die Qualität zu geben hier, aber ja. Wenn schon absurd, dann richtig absurd. Er hätte einfach die Figur nehmen können. So was er jetzt hiermit auch tut. So, Turm D7. Das sieht relativ flott, dafür, dass das so eine hohe Stufe ist. Also normalerweise sollte er länger überlegen, aber dreimal schneller statt 2 Minuten, statt 120 Sekunden. Man sieht das, ist doch schneller als das wäre, König F6. Dazu hier nachzugucken. Ich wollte gucken, welche Zahl. Ach, Elo steht gar nichts. Hm. Drucksensor. Ach, der Preis wollte ich gucken. Einführungspreis 80 Euro. Also ich gehe mal davon aus, 80 D-Mark. Das, war das nicht schlecht. Er zieht aus der Fesselung raus. Das zumindest. Ja, 100. Wenn es 80 Euro wären, wären es 160 Mark gewesen. Ich tippe mal, man kann einfach den DM-Preis nicht eingeben. Deswegen ist das wohl eher 180 D-Mark. 80 Mark.
Ja, der wird ja nur Novak Solo für sein. Der kriegt dann den als Gegner. Ist natürlich immer schwierig, den Leuten auf dem Kanal recht zu machen. Die einen wollen so haben, die anderen wollen so haben. Ich finde, ich lade nun wirklich genug Videos hoch, um dass man die, die man nicht mag, eben ignoriert. Und dann nur die Videos sieht, die man sich angucken möchte. Die einen meinen, was macht das für einen Sinn, neue Schachcomputer spielen zu lassen? Das ist doch Retro-Schachcomputer. Die anderen schreiben dann wieder, wer will denn das denn noch sehen? Die alten Geräte gegeneinander, die alten Krücken. Lass doch mal neue Geräte gegeneinander spielen. Heute habe ich mal wieder zwei Videos gemacht. König H1. Okay. Ich kann meine Stellung nicht verbessern. Es ist not possible. Ich biete Remis an. Liegt das an dem Tuning hier? Weil er spielt dann dafür, dass er normalerweise 2 bis 2,5 Minuten rechnen würde. Selbst bei 120 Sekunden durch 3, das wären 40 Sekunden ungefähr pro Zug. Dafür erscheint mir das auch relativ flott, was er macht hier. Da ist das ja ein, ich weiß das gar nicht, und dann ist es eigentlich nochmal getuned. Vielleicht ist das ja mit 40 MHz oder so. Keine Ahnung. Ist das normal, dass der die 15 MHz Version auf Level 5 auch noch so schnell zieht? So, der Läufer zieht zu weg. Zieht zu weg, zieht zurück. War es natürlich nicht einfach, hier was zu finden, aber zumindest sieht man, man muss sich keine AI-Schachcomputer kaufen, um einen Schachcomputer zu haben, der schwaches Schach spielt. Das kann der Genius auch. Mit seinen Spaßstufen. Dafür hat man aber theoretisch die Möglichkeit, noch normale Level zu machen. Also man, diese AI, die muss ja sich auf einen einspielen. So könnte ich mir das vorstellen. Also man kann wahrscheinlich nicht ständig hin und her switchen. Ja, mal mache ich die AI, dann lasse ich die gegen starken Computer spielen. Mal mache ich die AI gegen Anfänger spielen. Mal spiele ich gegen Anfängerschachcomputer, mal spiele ich selbst dagegen. Da kann sie sich ja nicht einpendeln. Der Sinn der Sache ist wahrscheinlich eher, oh, der ist nicht schlecht. Turm D3. Ja, Läufer C5 schlägt. Könnte er jetzt machen. D4. From Allegro with check. König F5. Ich wollte schon sagen, es macht den 1. Was ist denn jetzt mit Läufer schlägt C5? Ach, leider droht das ja kein Matt. Ach, ich hätte es dem Allegro so gegönnt. Turm B6 schlägt, würde ich machen. Weil der Läufer nicht nehmen kann, wegen Springer E7 Matt. Was der Allegro zum großen Ärger von Lippo nicht sieht. Vielleicht wäre der... Ach, hallo, weiter. Das ist alles ernst gemeint. Das ist hier ernstes Schach. Hallo. Ernst, am ernstesten hier. Wir wollen ja ernsthaftes Schach hier zelebrieren, ist ja ganz klar. Großmeister gucken diesen Kanal. Wahrscheinlich eher weniger. G4 Schach, da muss er erstmal drauf kommen auf solche Züge. Meine Güte. Der kann gar nicht oft genug E-Fehler monieren. Ich muss ja nicht mal den Passant-Bauern wegnehmen. Das ist aber ein Luxus hier. Luxusgerät vom Feinsten. Der nimmt er doch mal zurück. Überrascht hätte mich das Ganze, wenn er jetzt den Turm geschlagen hätte, zum Beispiel. Springer steht D3. Da kommt Läufer steht C3 und der Lippo kann das auch nicht mal rechnen wegen Kopfschmerzen. Das hat sich Allegro auch gedacht. Lippo, da kriege ich Kopfschmerzen, da brennen mir die Sicherungen durch.
Also man muss sich nicht sowas wie ein Allegro holen hier, um quasi eine schwache Spielstärke zu haben. Also die Quote, bei der der Genius die Fehler moniert, ist wirklich sehr hoch. Während der Allegro immer noch einen Bauern nach dem anderen einstellt. Muss halt einmal gucken, ob ich noch einen anderen Fun-Level finde. Der Fun-Level, Stufe absurd, hier ein Aus-Fun-Level. Also 50 Positionen geht nicht pro Sekunde. Also ich mal insgesamt So, der König hat nicht oft genug gezogen. Er muss nochmal ziehen. Meine Güte. Ich habe noch gar nicht nachgesehen, ob. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es nicht. Bruce Force oder selektiv. Also 50, 100 Züge Bruce Force. Dann würde er noch absurder spielen. Läufer schlägt A4. Ich habe übrigens wieder das Genius-Exklusivbrett genommen. Das ist einfach, um die gegeneinander spielen zu lassen, ist das praktischer. Wegen seiner... ich kriege mehr auf den Tisch drauf. Also mehr ins Bild auch rein. Zwar den Allegro nicht ganz, aber sieht zumindest eine Ecke von dem Allegro wieder aussieht. Deswegen ist mir das so lieber. Von seinen Mehrbäumen wird gleich nicht viel übrig bleiben. Das kann natürlich, das könnte durchaus vorkommen, dass dann gleich irgendwie ein Matt angesagt wird. So, der König muss nochmal ziehen. Zieh den König hin und her. Halleluja, denn das ist ja gar nicht schwer. Meine Güte. Der König kann gar nicht oft genug ziehen. Lepo, der König hat... Vielleicht ist das eine Art Special-Schach. Wer als erstes 50 Züge mit dem König macht, hat die Partie gewonnen. Die WM-Partie im Special-Schach war dann F3, F6, König F2 und dann König G1 und König F7, König E8 hin und her gezogen. Bis Weiß gewonnen hat, weil Weiß hat ja zuerst die 50 Züge voll. So eine Art von Schach spiele ich eigentlich gar nicht. Ich frage mich, ob man irgendwann solche Schacharten dem auch im Schachcomputer eingeben könnte. Das gibt es ja zum Beispiel eine Schachart. Da hat man quasi einen Bonusstein, man macht seinen Zug. Sieht das Ding nochmal aus wie eine Maus oder sowas? Ich weiß das gar nicht. Man macht auf jeden Fall einen Zug und setzt diesen, nehmen wir mal einen Nullstein, nehmen wir das mal, setzt man dann ein. Und das, was dieser Stein, der kann nicht geschlagen werden oder sowas, das ist ein Hindernis. Wenn ich ziehe E4 und habe dann diesen Stein und setze ihn nach E6, dann ist E7 blockiert. Also der Gegner kann kein E15. Dann macht der Gegner seinen Zug und setzt den Stein meinetwegen C7, C5 und setzt den Stein nach E2. Schlagen kann ich ihn nicht, also kann ich kein Läufer C4 ziehen zum Beispiel. Und so geht das dann immer weiter. Meine Güte, da kann ich gar nicht oft genug die Fehler monieren. Das Problem an der Sache ist nur, dass der Genius absichtlich der eben auf schwächster Stufe spielt. Der Allegro hat das Ganze hier... Springer D3? Was kommt noch? Wieso nicht Springer F3? Ist nicht zu verhindern, dass er die Dame holt? Ach, mit Schach. Schachhuts, Alter. Hast du das nicht gesehen? Da muss der Allegro euch auch doch piepsen. Fehlermeldungstechnisch. Piep, 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 piep. Das sieht nicht so. Turm G7 könnt ihr noch versuchen. Dann Turm G5 schlägt Schach. Ah,
ein nächster Bau mit Schach geschlagen. Schachhuts, Alter. Take this. So. Meine Prinzip spielt der Allegro sowieso noch gegen den Verlust. Also gewinnen kann er eh nicht. Wenn er schon mit Turm, Dame, 5 Bauern gegen Bauern nicht gewinnt, weil die Dame meint, die müsste immer ziehen. Alle anderen Puppen dürfen nicht ziehen. Die Dame zieht so lange hin und her, bis dreimalige Zugwiederholung ist. Springer F2. Hat er etwas Geniales gesehen? Also wieder Schachgebot. Schach gesehen und Schach gegeben, so schön ist es hier im Leben, wunderbar. Was ist ein Turm G4, Schach, König H2 und dann? Also könnte er theoretisch auch Springer H3 Schach machen. Dann hat er das Feld ja wieder unter Kontrolle. Lippo, ich bin der Allegro. Und wieder muss der Chessgenius wieder erbost hier sagen, Lippo, du blöder Arsch, konzentriere dich. Aber auch Springer H3, der Kimmelläufer D7 und dann? Ja, kann er wieder Springer D3 Schach geben. Keine Sorge, Lippo, der Allegro hat... Als Weltsensation hatte Allegro die 16 Steiner Endspieldatenbank eingebaut. Das heißt, sobald nur noch 16 Steine auf dem Brett sind, spielt er aus der Datenbank raus. Selbst Anatoli Karpov zusammengeschoben. Wahrscheinlich würde man ihn doch eher matt setzen. Tja, das Problem ist immer Springer H3, Läufer D7. Ich greife den Turm an, Alter. Der ist schon so abgenervt. Ach, wieder Schachgebot. Das wollte schon sagen, ist schon so abgenervt hier, dass er nicht mal die Fehler reklamiert. Hier C5 Schach. The next check is incoming. Genau. Schachhuts, Alter. Folter pur. Drucktacke. Auch ein guter Zug. Was ist denn jetzt einfach mit Turm G4? Valepo, ich will den Turm, du Arsch. Zack. Egal, Alter. Das ist hier ernst gemeint. Wir spielen nur ernsthaftes Schach. Zack, Dame. Vermutlich kann man nur in Dame umwandeln. All other moves not possible. Springer A4 schlägt. Schachhuts, Alter. Na, immerhin ist es nicht unmöglich, damit Remis zu halten, wenn man jetzt eine Endspieldatenbank wäre, zum Beispiel. Wenn Allegro ist, dann ist das schon schwierig. Schach, Alter, hau ab. Das ist mein Turm. Zack. Ja, wenn man das Ganze jetzt fantastisch spielen würde, dann könnte man wohl Remis halten. Wenn man das mit Weiß gegen Allegro spielen würde, könnte man wahrscheinlich schon Remis anbieten. Ach, weiter. Meine Güte, kann nicht sein. Immer diese Züge in Frage stellen. Allegro gibt alles hier und er muss da einen Fehler reklamieren. Schach, Alter. Schachhuts again. Springer, ach so, Springer D3. An die Springergabe gibt er, aber der Gegner gekonnt beschissen. Ganz prompt der Bauer kommt. Ja, ich sehe keine großen Chancen mehr für den Allegro. Es geht dem Ende entgegen. Allegro hat alles gegeben. Sieht aber jedes Schachgebot. Ah, Schachhutz! Fantastico. Da ist die Dame weg. Da ist die Dame weg. Und das Beste ist, der Springer deckt noch. Das ist doch Fantastico hier.
Das ist doch episch. Der Allegro könnte gewinnen. Computer gibt auf. Wir nehmen die Aufgabe zur Kenntnis, bevor wir plötzlich feststellen, dass der Allegro zu blöd ist, das zu gewinnen. Man sieht auch, Allegro kann gewinnen, wenn man nur nicht gut genug spielt. Lass uns was mal. Ich könnte ja sagen, guck mal, ob es schafft, das zu gewinnen. Aber egal. Computer gibt auf, selber schuld. Das ist übrigens hier, ich würde es schöner finden bei dem nächsten Update, wenn man dann OK drückt. Dann würde rechts OK stehen, links weiterspielen. Oder rechts würde stehen, annehmen. Und links würde stehen, ablehnen. Also ablehnen würde bedeuten, die Partie geht weiter. Und annehmen, dann würde auch stehen Remis. Oder würde auch stehen 1-0. Und nicht hier, wenn ich jetzt OK drücke, geht die Partie sowieso weiter. Ich kann nur ein New Game machen. Ups, das war aus Versehen. Damit hat Allegro tatsächlich gewonnen. Also man kann nicht so schlecht spielen, dass er nicht gewinnt. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.